Und wir sind da. Warte auf mich. Ah, wir können sprechen. Willkommen in Lorien. Oder auch Mirol rückwärts. Macht genauso viel Sinn. Jetzt können wir tatsächlich mit den Leuten sprechen. Alle sind aufgetaut. Und wir sind... Ah, selbst hier müssen wir Schlüssel anwenden. Hallo, guten Morgen. Versteckt sich hier irgendwas? War das jetzt hier komplett sinnlos? Tatsächlich, ja. Dieser Raum dient nur zu einem einzigen Zweck, einem einen Schlüssel zu klauen. Gut zu wissen. Und was ist im östlichen Teil von Lorien? Ja, das ist wenigstens nicht verschlossen. Hey, alter Knacker. Knochenschlüssel erhalten. Kiba, folge dem Fluss der Korallenküste ins Land. Der Schlüssel passt in der Höhle beim südlichen Riff. Das Höhlenmonster besitzt das legendäre Schwert. Mehr erfährst du, wenn du mir das Schwert bringst. Okay, mein Freund, das war... Ich vergesse immer, wie erstaunlich direkt diese alten Spiele sind. Einfach nur, hallo, hier Schlüssel, geh kill. Vielen, vielen Dank. Kiba wartet im anderen Raum. Ja, da war ich aber schon. Also keine neue Ausrüstung, nur ein paar Dankeschöns. Minus ein Schlüssel und dann sind wir im Einsatzbereich. Aber wir können jetzt hier, wo wir außerhalb der Eisküste sind, mal unser Eisschwert ausprobieren. Yep, das ist sogar ein bisschen stärker. Aber diese komischen Dinger sind natürlich immun. Und du? Ja, na, die sterben wenigstens in einem Treffer. Ich sollte vielleicht meinen Dodo mitbringen. Hey, komm. Und dann kürzen wir den Weg mal ab hier. Dann müsst ihr auch weniger warten. Und wir sollen diesem Fluss folgen. Yep. Hey. Glaube ich, aber ich glaube auch, er meinte mit der Korallenküste etwas komplett anderes. Weil das ist das Gebiet vom Anf... Oh, toll, diese Art Brücken sind nicht überquerbar. Weil sie ein bisschen anders aussehen. Aber offensichtlich meinte er eine andere Küste. Naja, hier habe ich auch eine Karte, fällt mir gerade ein. Aber die ist total nutzlos. Also Link's Awakening ist das nicht gerade. Hier kommen wir auch nicht durch. Okay, das hier ist nicht die Korallenküste, da bin ich mir ziemlich sicher. Das könnten Korallen sein, diese komischen Stacheln. Na, Palmen sind keine Korallen, nehme ich an. Gucken wir mal, ob wir hier am richtigen Dampfer sind. Hier können wir nicht an Land gehen. Aber heißt das jetzt, wir sind auf dem richtigen Dampfer oder nicht? Ach ja, das vermisse ich eigentlich auch nicht. Oh. Das sind eigentlich eher Ammoniten, aber wir könnten hier sogar noch näher dran sein. Ja, wir haben einen breiteren Fluss. Hier ist was zum Überqueren, hier auch. Aber was wir brauchen, ist eine Landestelle. Und die haben wir erreicht, gut. Okay, ich booste uns jetzt hier mal vorher durch. Und oh, ein Heilteich. Gut zu wissen. Ah, ja. Also wenn ich wissen will, was da ist, müssen wir leider abtauchen. Und die Waffe wechseln. Ha.
Na, wenigstens sind hier verwundbar. Und da unser Eisschwert nur genau 2 Punkte stärker ist, lassen wir mal die Flammenpeitsche an für einen Moment. Okay, das versuche ich gar nicht erst, danke. Donner, Wetter. Okay. Bei diesen Viechern müssen wir aufpassen. Ich glaube, die haben uns eine ganze Menge Trefferpunkte abgesaugt. So kann man die Leute natürlich auch dazu zwingen, ihren Super-Dodo nicht zu verwenden, indem man diese Fasten überall versenkt. Oh, okay. Ein Waffenhändler. Na, was kannst du mir geben? Eine Eisrüstung und ein Eisschild. Naja, gut. Jetzt gucken wir mal, was auch besser ist. Die Eisrüstung. Yep, stärker. Und logischerweise müsste das auch stärker sein. Naja, okay, gut. Die haben gerade mal 2 Schadenspunkte verursacht. Na gut, würde sagen, es hat sich, sagen wir mal so, halb-halb gelohnt. Bessere Rüstungen schaden ja nicht. Ich hoffe nur, dass das nächste Monster, das wir begegnen, nicht wieder ein Eismonster ist, sonst haben wir ein kleines Problem. Und zumindest konnten wir unsere angesammelten... toll, die Viecher sind sogar unverwundbar. Toll. Also auf jeden Fall konnten wir unseren angesammelten Reichtum ein bisschen... toll. Verwenden. Toll, der Seidenzauber funktioniert hier nicht. Ich wechsle mal zum Lebenszauber. Ach ja, kleiner Mogli. Haut ab, ihr Pferdchen. Na komm. Bing. Erledigt. Und ich nehme an, hier müssen wir jetzt hier rüber. Von hier sind wir gekommen. Kommt schon, Leute. Sterbt für mich. Auf jeden Fall müssten wir jetzt eigentlich schon ziemlich nah am Ende sein, wenn wir jetzt schon das Mana-Schwert besorgen sollen. Obwohl es hier in diesem Spiel, glaube ich, einen anderen Namen gekriegt hat, zumindest in der deutschen Variante. Ihr werdet niemals raten, wie das heißt. Wirklich. Es ist goldig und ihr werdet das niemals erfahren. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, wie das Schwert heißen könnte. Okay, weiter geht's. Ah ja, hier brauchen wir wieder eine andere Waffe. Wir kriegen mal eine bessere Version von diesem Sternwings. Wir müssen unsere Sonderwaffen hier sowieso die ganze Zeit auspacken. Aha, sie sind also nur teilweise unverwundbar. Macht Sinn, sind eben Shieldkröten. Was haben wir hier? Sackgasse. Und hier? Okay, hier geht's weiter, aber was ist das? Oh, ein neues. Oh, eine Sackgasse, aber ein. Und etwas Lebensenergie. Perfekt. Gut, was verscherbelst du, Witzbold? Nur den üblichen Dreck. Ich nehme nochmal Schlüssel weg. Ich bin schon wieder voll. Gut, den Knochenschlüssel brauchen wir. Schlüssel, Schlüssel. Okay, 8 Stück reichen wahrscheinlich. Dann verkaufen wir mal den Donnerzauber hier. Und lassen ein bisschen freien Platz. Das Einzige, was nach dem Schwert noch fehlen müsste... Okay, das ist brauchbar. Das Einzige, was noch fehlen müsste nach dem Schwert, ist der finale letzte Dungeon oder so. Aber mal sehen, vielleicht vergesse ich noch ein oder zwei Sachen. Der springende Punkt ist jedenfalls, dass wir schon fast... toll. Unser Eisschild hilft nicht gegen Feuer. Ha.
Oh, doch. Wir müssen nur direkt im rechten Winkel treffen. Ha. So, wenigstens helfen Morgensterne gegen Seepferdchen. Na, dieses Spiel bringt einen ständig neue Sachen bei. Okay, hier geht's praktisch parallel weiter. Und hier endet der parallele Weg schon. Also hier ist der richtige Weg. Und hier geht's rüber. Oh, ihr Killerschildkröte. Toll. Na gut, jetzt muss ich erstmal Platz schaffen hier. Und Spruch ist, glaube ich, das Zeug, das ich gebraucht hätte, um meine Mokri-Verwandlung rückgängig zu machen. Na, jetzt können wir es ja ausprobieren. Ah, die Musik geht mir so auf den Keks. Ha, nee, dann ist Spruch wahrscheinlich eher für Zauberblockaden aufheben. Oh, Level up. Gut, wir wurden so oft von Zustandsveränderungen getroffen, dass wir jetzt unsere Immunität ein bisschen steigern. Bedeutet mehr Trefferpunkte. Noch ein Häuschen. Und noch ein Ausrüstungshändler. Und die Lanze. Die Lanze. Nein, Waffen. Oh, tatsächlich, der Speer ist die schwächere Variante. Okay, dann kaufen wir mal die Lanze. Dann müssen wir die Waffe aber auch gleich ausprobieren. Ja, ein bisschen stärker. Und hilft gut. Perfekto Mundo. Problematisch ist jetzt natürlich, wir müssen da irgendwie hin. Und dafür müssen wir hier wieder mal den Morgenstern einsetzen. Also ein Morgenstern-Upgrade wäre echt nützlich, würde ich sagen. Der Spieler will uns das aber leider nicht geben, wie es aussieht. Hm, was ist eigentlich mit dem Eisschwert? Das ist nicht ganz so toll wie unsere Lanze. Aber benutzbar, auch wenn man mehr als einen Treffer braucht. Aber halt, Momento. Ah, shit, wir kommen hier nicht vorbei. Wir brauchen tatsächlich wieder unseren Sterni. Sackgasse. Das könnte eine Sackgasse sein. Noch eine Hütte. Ah, ich glaube, hier wären wir von außen rumgekommen. Okay, hier kann man Magie kaufen. Ich kaufe mal ein. Wir sind schon wieder voll bis oben hingeladen. Brauchen wir irgendwas davon nicht? Naja, Ausrüstungsgegenstände zu verkaufen bringt nicht wirklich was. Weil das separat gezählt wird in unserem Inventar. Naja, egal, wir sind am nächsten Dungeon angekommen. Okay. Mal rein. Oh, ach ja, deswegen ja, der Schlüssel ist. Gut. Jetzt gucken wir mal, mit dem Eisschwert bewaffnet, damit wir das mal auch ein bisschen... Okay, toll. Die ersten Gegner sind schon immun dagegen. Das fängt gut an. Dann versuchen wir die Lanze. Okay, perfekt. Die Lanze ist gut. Das heißt, das Eisschwert brauchen wir eigentlich nicht. Hier brauchen wir einen unserer Schlüssel wieder.
Ah, mal sehen. So. Halt, warte. Sekundisten. Die Karte, was sagt die mir? Dass das hier ein geheimer Weg ist? Gucken wir mal. Okay, aber was ist denn hier? Ah, toll, vergiftet von einer Maus. Ein schreckliches Ende. Eine Sackgasse. Aber mal kolossal Zeit verschwendet. Mann, ich hoffe, Danger Mouse guckt mir hier nicht zu. Das wäre schwer zu erklären, dieses Ausrotten von Mäuschen. Gut. Oh, ist das auch wieder eine Sackgasse? Sieht so aus. Wir müssen weiter nach Osten vordringen. Toll. Jetzt gucken wir mal zuerst hier, ob wir das nicht lösen können, ohne irgendwas einzufrieren oder zu vermurksen. Ja, hat tatsächlich geklappt. Aber wofür brauchen wir jetzt den zweiten? Oh, der öffnet die Tür. Gut. Klingt logisch. Maulwurfsmenschen und Fische. Na, ja, wenigstens ist mein Morgenstern für alles einsetzbar hier. Ich frage mich, von was die sich hier diesen Raum ernähren. Monster, die hier zufällig reinwandern und dann verkokelt werden? Ja, noch schlimmer als die Bergziegen. Okay, das kann ich verstehen. Los, magisches Monster, das aussieht wie ein Kürbiskopf. Und ein weiterer geheimer Raum. Sagt die Karte. Karte sagt super geheim. Machen wir mal hier einen Blick und. Oh, okay. Aber wo geht's dann hier links ran? Ich hab Pech gehabt. Mein super mega Eisschild kann alle komischen Forken auffangen und. Ah, wieder eine Sackgasse. Kein geheimer Raum hier versteckt, nur haufenweise Feuerbälle, die durch die Luft fliegen. Ja, das wird uns auch wieder zurückführen, also. Also dieser Dungeon ist ein bisschen mehr linear als der andere. Auch wenn es ein paar Sackgassen gibt, ist der Weg doch ziemlich simpel. Man wird immer nur maximal ein oder zwei Bildschirme vom Hauptpfad weggeführt und dann ist man schon da. Eine Brücke. Ah, shit. Nehmen wir mal unsere stärkste Waffe für diesen Kampf. Vor allem, weil ich die auch werfen kann. Los. Autsch. Okay, gut. Oh, wow. Der haut zu. Arf, scheiterte. Ja, der gute Art ist weg. Jetzt seid ihr bestimmt froh, dass ich so oft speichere. Weil ich war buchstäblich nur zwei Bildschirme entfernt. So, okay, machen wir das ein bisschen schlauer. Wir nehmen gleich die stärkste Waffe, die Lanze. Und Lebensmagie. Und speichern. Falls ich wieder Mist baue, muss ich nicht so weit anfangen. Also auch wenn es das leichteste Spiel aller Zeiten ist, kann man doch scheitern.
Okay, stirb, du Abschaum. Ah. Gut, er haut. Wow, Krake bezwungen. Aber er hat mich beinahe mit seiner Todesexplosion noch erwischt. Gute, wow, das war knapp. Krake ist besiegt und... Oh, wir sind schon draußen. Ach, das ist diese Insel, die wir gesehen haben, aber wo wir nicht landen konnten. Weil unser armer kleiner Dodo hier leider nicht anlanden konnte. Also müssten wir dann hier rein. Und noch ein Dungeon. Okay, gut. Aber jetzt erspare ich euch das nochmal. Wir machen beim nächsten Mal weiter, okay? Aber so, beim nächsten Mal holen wir uns das Mana-Schwert. Versprochen. Ist versprochen. Und oh shit. Oh Gott, beinahe hätte ich ein Glas Wasserquell über meine Tastatur gekippt. Ja, ich glaube, jetzt ist Zeit für eine Pause. Dann Liploini raus. Bis zum nächsten Mal.